Adolf Ogi gab Ende der 1980er Jahre Stromsparberatung als Energieminister. Heute sagt er in einem Interview, wie er sich auf den Winter vorbereitet. Energiekrise, Mühleberg hätte nicht ausgehen dürfen. Ein Viertel noch heute wird nach dem Video des Eierkochs gefragt, sagte Bundesrat Adolf Ogi, der im Juli 1980 Jahre alt geworden ist. 1988 zeigte er Tamedia persönlich als Energieminister, wie er beim Kochen des Eies Energie sparen kann. Die Abstimmung über das neue Energiegesetz stand zu dieser Zeit unmittelbar bevor. Die SRF-Bildschirmaufnahme ist mehr vom entspannten Typ, sagt Adolf Ogi. Das Erstellen von Vorräten ist ein Problem für seine Frau Katrin. Tamedia. Aus diesem Grund startet der Bundesrat in den Wintermonaten eine energiesparende Kampagne. Die Bevölkerung wurde auch ermutigt, Ende der 1980er Jahre Strom zu retten. Zu dieser Zeit war das Modell der Energieminister Adolf Ogi, der persönlich im Fernsehen zeigte. Heute sagt Adolf Ogi, sie müssen die Botschaft so vermitteln, dass sie wichtig ist und versteht. Und er sagt, wie es gerettet wird, alle Wasserhähne zu Hause sind bereit für Erkältungen und die Geräte gehen nachts aus. 1988 mussten die Menschen Energie sparen. Hast du Angst vor einem aktuellen Stromausfall? Die Situation zu dieser Zeit war weniger bedrohlich als heute. Mein Vorgänger im Department of Environment and Energy hatte Ideen für eine energiesparende Kampagne mitgebracht. Die Nachricht war, wir können mit sehr einfachen Maßnahmen sparen. Kochen und stylen Sie den Fernseher zusätzlich zum Ei, wenn Sie nicht schauen. Dies sind Maßnahmen, an die sich jeder daran erinnern kann, den Kopf zu betreten. Sie müssen die Nachricht so übertragen, dass sie eintrifft und verstanden wird. Was ist heute verantwortlich, die Parmelin und Simonetta Sommaruga? Sie müssen es selbst beurteilen, ich sage nichts darüber. Mit dem Video für Egg Kitchen hat es eine Sensation verursacht, und die Leute erinnern sich heute noch daran. Ich lachte, aber dann nicht. Noch heute bekomme ich positive Reaktionen auf das Video von Neuseeland, China, Japan. Sie fragen mich immer danach. Der Bundesrat startet nun eine energiesparende Kampagne. Vertrauen Sie, dass die Bevölkerung es nicht freiwillig ohne tut? Die Schweizer Menschen sind intelligent, sie haben das notwendige Gefühl und die Sensibilität. Nachdem der Bundesrat mehrmals vor einem schwierigen Winter gewarnt hat, sind sich die Menschen bewusst, dass die Situation ernst ist. Aber die heutige Bevölkerung ist viel sorgloser als während des Kalten Krieges.